Hallo, beim heutigen Weihnachtstipp möchte ich dir zeigen, wie du sicher mit deinem Sandwich über einen Bunker schlagen kannst. Wenn du meinen Kanal oft gesehen hast, dann wirst du wissen, dass ich ein Fan von dem Eisen 9 bin. Mit Eisen 9 kann man wunderbar chippen. Die ganze Annäherung ums Grün herum machen, da, wo es keinen Bunker vorne gibt. Aber manchmal ist der Bunker da. Oder ein Hügel oder ein Loch. Und man muss den Ball hochschlagen. Und dann muss man ein Sandwich nehmen. Und leider haben viele Anfänger, Golfer Angst oder viel Respekt für diesen Schläger, der eigentlich eine große Hilfe ist. So, damit du dich mit ihm befreunden kannst, möchte ich, dass du erstmal mit deinem Neuner ein paar 9 Uhr, 3 Uhr Uhrschwünge machst, also bis da, bis da. Mit wenig Handgelenk, also wie du es bis jetzt gemacht hast, so ein langer Chip. Wenn du ein Gefühl dafür bekommen hast, nehme dein Sandwich und manchmal müssen wir unser Gehirn ein bisschen tricksen. Stell dir vor, du hast immer noch ein Eisen 9 in der Hand und holle aus und schwinge durch, wie du es gerade mit Eisen 9 gemacht hast. Und wenn du das tust, und deine Vorstellung sollte bitte auch sein, so einen flachen Ball zu schlagen, und dann plötzlich wird was sehr Überraschendes passieren. Der Ball fliegt komischerweise dann nach oben. Und nach oben ist er geflogen, natürlich, weil dieser Schläger so viel Luft hat. Aber die Bewegung, die ich gemacht habe, war nicht steil. Das war nicht mit dem Handgelenk geknickt, das war nicht geschaufelt. Das war eine schöne 9 Uhr, 3 Uhr Bewegung, wo ich meinen Unterkörper mitgenommen habe. Denk an das Werfen, das war wie Werfen und dann plötzlich flog der Ball hoch. Danke für das Zugucken und bis morgen.